und Survival-Freunde. Heute machen wir einen richtig fetten Eintopf. Kommt mit! Jo, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß, Leute. Das war natürlich ein Spaß. Kommt einfach mal mit. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten, die ihr dafür braucht. So. Brauchen tut ihr dafür Kartoffeln, Bohnen, da haben wir Frischkäse und Butter, Zwiebeln, Knoblauch, nicht das Nutella, das steht da nur für Nachtisch, Salz, Pfeffer, nochmal Kartoffeln und das sind schon geschnittene Maigabürstchen, Nudeln, Champignons und ein Sparschäler, Kartoffeln und halt ein Schneidebrett. Und halt, wo ihr drauf kocht, dazu nehmen wir heute den Spiritusbrenner. So, jetzt schneiden wir erstmal ganz hübsch mit schönen Kartoffeln und dann geht's gleich auch an unseren, die anderen Sachen, das Champignons und so, den Rest, ne? Wie es halt so ist, ne? Wir haben jetzt die Sachen geschnitten und ja, wir haben jetzt auch schon den Spiritusbrenner angehauen und jetzt geben wir einfach ein bisschen Butter in die Pfanne. Ja, hier hauen das jetzt ordentlich da rein. Von unserer Butter. Ich hoffe, es reicht. Dann einfach die Zwiebeln und den Knoblauch dran machen. Einmal mit. Und gelegentlich umrühren. Das Ganze kocht jetzt endlich. Riecht schon lecker. Ja. Jo, ein paar Bohnen sind jetzt drin und Champignons. Und am Ende kommt dann der Frischkäse rein. Weil, wenn man den jetzt reinmacht, dann kräuselt er sich so und das ist nicht so lecker. Und halt dann die Würstchen. Ja, jetzt noch ein bisschen Frischkäse rein. Das ist dann gut für die Soße. Dann ist er auch schon bald fertig. So, jetzt holen wir das Ganze noch runter. Oh, Alter. Das ist verdammt heiß. Dann noch löschen. Dann kann man es gut gehen lassen, ne? Leute, jetzt gibt's Happa hier. Und ich lasse mir es jetzt gut kommen. Komm mal näher ein bisschen. Oh ja, wir haben hier noch richtig viel. Sag mal. Und ja, wenn ihr noch Hunger habt, kommt vorbei. Und isst ein bisschen mit. Und ich lasse mir jetzt schön gut gehen. Jo Leute, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.